Ja, ihr seht schon ein Thema von heute, Beziehung, die grosse Herausforderung. Es wird zwei Predigten dazu geben. Teil 1, der ist heute, und heute heisst es, warum Krisen nötig sind. Wir haben ja, oder ich habe in den letzten paar Predigten über das Viereck geredet, zum Thema geistliche Wahrnehmung, und wir haben dann gesehen, es gibt so Bereiche, die sind öffentlich, das ist unser gemeinsames Erleben oder unsere gemeinsame Erkenntnis. Da gibt es kein Geheimnis, da ist einfach eine Transparenz da und eine Klarheit, da verstehen wir uns auch. Dann gibt es so die Ebene, wo ich ein Geheimnis habe, wo nur ich weiss und ihr wisst es nicht. Und dann gibt es den blinden Fleck in unserem Leben, wo du siehst, aber ich sehe ihn nicht bei mir. Und dann gibt es eben noch die ganz andere Dimension, so die Erkenntnis von Gott. Gut, und auf das möchte ich gerne aufbauen, die nächsten zwei Predigten. Und zwar geht es immer um Lukas 15, der verlorene Sohn, das Gleichnis. Wie gesagt, heute, warum Krisen nötig sind und dann am 6. August noch Möglichkeiten und Grenzen in Beziehungen. Gut, warum Krisen in Beziehungen nötig sind, da haben wir die vier Unterpunkte dazu. Ja, es gibt Geheimnisse in Beziehungen, es gibt auch blinde Flecken in Beziehungen, es gibt unbekannte Sachen in Beziehungen und dann ist noch die Frage am Schluss, was könnten wir jetzt aus dem allem lernen? Ja, Geheimnis in Beziehungen. Warum haben Menschen Geheimnis? Warum hast du Geheimnis? Also, gell, jeder Mensch hat einfach Geheimnis, ob er das will oder nicht. Es gibt auch Geheimnisse, wo wir gar nicht selber wissen, dass es ein Geheimnis ist. Das ist uns gar nicht bewusst. Aber weil es uns nicht bewusst ist, reden wir nicht darüber. Wir tun es nicht thematisieren und darum weiss der andere auch nicht. Und dann gibt es Missverständnis und Konflikt. Aber es gibt auch andere Gründe noch. Es kann auch Angst sein, dass man ein Geheimnis hat oder dass man sich schämt. Manchmal ist es auch, hat man Geheimnis, weil man andere schützen will oder weil man Beziehung schützen will. Manchmal gibt es aber auch Geheimnisse, weil man Macht ausüben und jemanden oder etwas manipulieren. Und dann merkt man schnell irgendwie, die ganze Geheimnisgeschichte ist nicht ganz etwas, was so cool ist. Es ist verständlich, aber nicht so gut. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wie man mit Geheimnissen umgehen kann, so ganz grob gesagt. Das eine ist, wir können Geheimnisse einfach offenlegen, dann sind es kein Geheimnis mehr. Oder wir können sie verbergen. Und heute möchte ich euch das zeigen anhand von dem jüngeren Sohn und vom älteren Sohn, wie sie umgegangen sind mit dieser ganzen Thematik. Und am 6. August geht es dann um das Thema aus Sicht vom Vater. Also noch einmal das Gleiche, dann, aber einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Gut, schauen wir das an, der jüngere Sohn. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er so daheim ist, seine ganze Art beim Vater, wenn er sich auch dort nicht so ganz wohl fühlt. Und dann sagt Jesus da, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Gell, da ist doch eine längere Zeit, ein bisschen zusammengefasst. In drei Versen. Und wenn du dir das probierst vorzustellen, was da abgelaufen ist, dann kommst du ein Bild über von dem jüngeren Sohn. Und dann denkst du, wow, das ist irgendwie, ist das schon ein cooler Typ. Der hat jetzt wirklich kein Geheimnis gehabt. Der hat auch keine Scham gehabt, hast du. Das war jetzt einfach ein frecher Keib, der total fadengrad war. Der hat seine Wünsche geäussert, seine Bedürfnisse nicht nur geäussert, sondern sogar knallhart eingefordert, auch wenn Leute rundum den Kopf geschüttelt haben. Er ist zu sich einfach gestanden, es war ganz sich. Man hat den Eindruck gehabt, das war jetzt ein junger Mann, der überhaupt kein Geheimnis hatte. Da hast du sofort gewusst, woran du bist. Und die Auswirkung im Umfeld war entsprechend natürlich. Ich denke, die waren schockiert. Brüskiert in der Kultur damals sowieso, dass ich denke, das geht einfach nicht. So kannst du dich nicht verhalten. Und dann sehen wir in dieser Geschichte, das ist jetzt ja auch eine Selbstoffenbarung. Und es ist nicht eine günstige Selbstoffenbarung. Man merkt, wie es dann auch zu Beziehungsabbruch führt. Die Leute schütteln den Kopf. Es ist unfassbar, die Leute empfinden es als anstandslos, respektlos und ohne Rücksicht.
Okay, hast du das so drauf? Das ist so die erste Selbstoffenbarung. Wenn es jemandem gut geht, so in der Komfortzone, im Wohlstand, kann eine Selbstoffenbarung so aussehen. Fast etwas Selbstherrliches. Und dann gehen wir die Geschichte durch von dem jüngeren Sohn und sehen, dass er dann plötzlich in eine ganz andere Sache hineingekommen ist. Es hat eine Hungersnot gegeben, er hatte keine Kohle mehr gehabt. Plötzlich hat er Arbeit suchen, ist dann froh in dieser Geschichte, dass er noch Säue hüten konnte. Und Säue hüten für Leute mit jüdischen Ohren, das ist jetzt wirklich ganz, so ziemlich wirklich das Allerletzte, was du machen kannst. Aber dort ist er jetzt gelandet. Und das Interessante ist, jetzt ist er in einer neuen Situation, die ist komplett anders als die vorher. Und jetzt kommt wieder eine Selbstoffenbarung, aber die ist jetzt ganz anders. Er kommt heim und sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Plötzlich ist nicht mehr Selbstherrliches um, nicht mehr so, was ich will, sondern es ist eine Betroffenheit da. Er ist demütigt worden. Er ist plötzlich da und ist auch bereit, Konsequenzen von seinem Handeln zu tragen. Und wenn wir das so auf uns wirken, dann merken wir, dass Selbstoffenbarungen immer wieder mit unserem Herz zu tun haben. Und vielfach auch mit den Umständen, wo wir drin sind. Und jetzt machen wir einen Gump über und schauen den älteren Sohn an. Und wenn man ihn so von der Geschichte her im Kopf hat, dann merkt man, dass man von ihm eigentlich nichts hört. Lange nichts hört. Man hat den Eindruck, es ist alles gut, es ist alles super, das ist so angepasst, das ist alles so harmonisch, das stimmt einfach so, die Beziehung von ihm zum Vater und zu allem rundherum. Es ist einfach ganz eine stimmige Geschichte, meint man. Und das geht so lange, bis eben eine Krise kommt und in der Krise ploppt alles ob sie. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. «Dein Bruder ist zurückgekommen», lautete die Antwort, «und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.» Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und dann merken wir, hoppla, irgendetwas ist nicht gut. Und dann merken wir, die Krise macht auch im Leben vom älteren Sohn das Herz offenbar. Und jetzt ist es hilfreich, gell? Wenn ich jetzt heute so predige, habe ich gedacht, du musst nicht alles verstehen von dieser Predigt. Es ist mein Anliegen eigentlich, dass irgendetwas bei dir wie zündet und du merkst, das ist es. Nur das lang. Ein Punkt und merkst, der Punkt ist es und dann solltest du den mitnehmen und an dem dann weiter dranbleiben. Das ist eigentlich schon alles. Und das kann jetzt der Punkt sein, da. Mir ist bewusst worden, wie wichtig das unsere Emotionen sind. Und das merken wir jetzt auch hier bei dem älteren Sohn. Es heisst, er ist verrückt worden. Und wenn du verrückt wirst, ist das nicht schön. Und es ist auch nicht angenehm, vor allem auf das Umfeld nicht. Aber es ist gut. Es ist gut, wenn du verrückt wirst. Aber du solltest das Verrücktwerden dann nicht einfach abschlucken, sondern du solltest näher hinschauen, warum du verrückt worden bist. Weil das ist jetzt wirklich ein Fenster in dein Herz hinein. Und wenn du heilig willst, dann ist genau das nötig, dass du dort näher hinschaust. Jetzt merken wir in dieser Situation, wenn es Selbstoffenbarungen gibt, wie wir es jetzt gesehen haben beim jüngeren Sohn oder beim älteren, Konsequenzen sind immer, entweder gibt es eine vertieftere Beziehung, es gibt Nähe, es gibt Verständnis oder es gibt Distanz. Und das merken wir sehr gut da. Und das Tragische an dieser Geschichte ist eigentlich, dass ein Drittel gut ist und zwei Drittel schlecht. Also wir sehen beim jüngeren Sohn, wo er aus der Hungersnot rauskommt, aus der Situation bei den Söhnen, dort hat die Selbstoffenbarung etwas Positives bewirkt. Sie hat Nähe gegeben, Vertrautheit, ein Heimkommen. Und bei dem Vorher, wo er so im Wohlstand inne war und sich offenbart hat, hat es Distanz gegeben. Er ist dann weg vom Vater. Und beim älteren Sohn wird es ja auch offenbar. Er geht nicht rein als Fest, es schafft auch Distanz.
Also wir merken, Selbstoffenbarungen, dass wir über unsere Geheimnisse auch reden, ist wichtig für unsere Beziehungen, aber gleichzeitig auch etwas, das ziemlich schwierig sein kann. Und mit dem bin ich beim zweiten Punkt. Die blinden Flecken in Beziehungen. Gell, das, wenn du dir das überlegst, blinde Flecken sind super mega mühsam. Weil die anderen, die sehen das, aber du selber siehst es nicht. Das ist so mühsam. Wenn Leute etwas sehen bei dir, alle sehen es, oder viele, oder manchmal nur ein paar, aber die sehen das, und du selber siehst es nicht. Das heisst, mit anderen Worten, weil du es nicht siehst, kannst du dir auch nicht selber helfen. Also du brauchst Leute, die dir eine Rückmeldung geben oder ein Feedback. Jetzt ist einfach die Frage, ob du das Feedback oder die Rückmeldung überkommst. Aber das wäre jetzt wieder eine Selbstoffenbarung von deinem Gegenüber. Und vielleicht sagt jetzt die Person einfach nichts, weil sie denkt, ich will ja unsere Beziehung nicht aufs Spiel setzen oder ich will auch nicht jemanden verletzen. Und das ist eigentlich eine ganz tragische Geschichte. Weil das eigentlich wie ein Kernthema müsste sein unter Christen. Genau diese Interaktion und das Bewusstmachen für blinde Flecken. Wir sehen beim jüngeren Sohn, dass er ja in die Fremde geht. Und ich glaube, das war für ihn absolut ein blinder Fleck gewesen. Der hatte jetzt Kohlen und er denkt, jetzt kann ich mein Leben wirklich absolut frei und unabhängig gestalten. Und ich bin überzeugt, die Leute, die ihn gekannt haben, die haben ihre Sache gedacht. Und die haben gedacht, das kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht gut. Aber das Tragische ist, er selber hat das nicht gesehen und er hat es wahrscheinlich auch nicht können sehen, weil er einfach nicht bereit war dafür. Er war nicht offen, er war nicht reif. Er hat sich das nicht können vorstellen. Ja, dann denkt man ja, wie kommt er denn jetzt den Zugang über zu dieser Erkenntnis? Wenn es im Wohlstand innen nicht möglich ist, die Erkenntnis zu finden, wie kommt er denn dazu? Was ist denn eine Tür oder ein Zugang? Was braucht es denn, dass die Person das checkt? Und das ist jetzt etwas sehr Schmerzhaftes und sehr Schwieriges. Aber wenn man dann die Folgen daraus anschaut, ist es unglaublich tröstlich und hilfreich, weil es uns einfach hilft, in unserem Leben manche Situation besser zu verstehen. Als er, der jüngere Mann, alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer grossen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt merkt ihr, jetzt ist er in einer schwierigen Situation innen. Und jetzt probiert er, sich selber zu helfen. Jetzt hockt er wirklich im Kabis innen, in der Tinte. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und fragen, Moment, wo hat denn der die Ausfahrt verpasst? Wo hat denn der junge Mann die Weichen in seinem Leben falsch gestellt? Oder ich könnte auch anders fragen, wo hat er Warnsignal nicht gesehen? Wo hat er ein Rotlicht überfahren, wo er eigentlich hätte müssen sagen, nein, das geht nicht? Es steht da leider nicht, ob der Vater ihn gewarnt hat, aber wenn ich die Geschichte richtig verstehe, gehe ich davon aus, dass der Vater mit ihm auch über die Themen nicht geredet hat, aber der Vater gemerkt hat, dass das nichts nützt bei seinem Sohn, beim Jüngeren, weil er nicht hört. Er hat den Kopf so voll, er ist so fixiert, dass er einfach wie nicht fähig ist, zu hören. Und das kann für uns manchmal hilfreich sein, weil wir einfach merken, dass es manchmal schmerzhafte Erfahrungen braucht, die Menschen machen müssen, weil sie sonst nicht zu einer Erkenntnis kämen, weil sie sonst einfach den Zugang dazu nicht finden würden. Und das ist natürlich nicht etwas, was wir uns wünschen. Der Schmerz und das Leid und Not und Krisen, das wünschen wir nicht jemandem und uns selber auch nicht. Aber wenn wir nachher dann sehen,
dass das eine Erziehungsmassnahme sein kann, eine Hilfe von Gott, wo er ganz konkret in unser Leben hineinreden und uns auf etwas aufmerksam machen, das wir sonst nicht checken, dann merken wir plötzlich, Gott meint es auch mit dieser Krise gut. Und Gott macht es mit dieser Krise auch gut. Aber es braucht von unserer Seite her die Offenheit zum Hören. Ich glaube, dass der Vater in dem Gleichnis eine so eine Haltung hatte, eine so eine Hoffnung, eine so eine innerliche Gewissheit. Ich komme nicht an den jüngeren Sohn hin. All mein Wissen, auch meine Beziehung, ich komme nicht an ihn hin. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist eigentlich wie loslassen. Loslassen und ihm Gott anvertrauen, im Glauben, dass Gott selber dem jungen Mann wird nachgehen und ihm so wird begegnen, dass er es verstehen kann. Wie gesagt, der Schmerz und das Leid hat der Vater dem jüngeren Sohn sicher nicht gewünscht. Aber ich glaube, dass er gewusst hat, dass es ohne das nicht geht. Es ist schon interessant, was dann passiert in dieser Geschichte. Ja, genau, das ist jetzt die Geschichte vom älteren Sohn. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Das ist die Situation vom älteren Sohn und das Tragische bei ihm ist ja, dass er daheim ist, aber er hat im Blick auf seine Identität eine komplett falsche Vorstellung. Er lebt als Knecht, auch wenn er eigentlich Sohn wäre. Und das ist eine riesige Tragik. Ich glaube, das ist eine ganz grosse Herausforderung auch für uns, wenn wir denken, ja, ich bin als Kind von Gott und dann lebe ich so, aber eigentlich lebe ich gleich nicht so. Es ist immer noch so viel um an Sorgen oder an Ängste oder an selber machen oder an Berechnung, dass das gar nicht stattfindet, wo da steht. Man ist sich so gewohnt, in diesen alten Gläusen zu laufen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass Gott eigentlich eine ganz andere Sicht und ganz eine andere Vision hätte für das Leben von einem selber. Ja, das ist die Macht von der Gewohnheit. Es hat mir so, ja, ist mir bewusst worden, so die Geschichte von einem Mann. Er war in einer Kapelle, hat einen Besuch gemacht in einer alten Kapelle. Und dann hat er so die Leute gesehen, wie sie reinkommen zum Gottesdienst. Und dann vor allem die älteren Leute, die sind dann reingekommen in den Gottesdienst und haben immer so, kaum sind sie drinnen gewesen, haben sie so gemacht und sind weitergelaufen. Alle so. Und komm, das ist jetzt ganz speziell. Dann hat er jemanden gefragt, wieso das denn da die älteren Leute sich so komisch verbeugen. Und dann hat der Kirchensieger ist dann dort gesagt, ja, die Kirche, die haben sie eben jetzt renoviert. Und früher haben sie Holzofen gegangen und dann ist dort ein Ofenrohr durchgegangen. Und dann mussten wir den Kopf runterhaben, sonst hat man den Kopf angeschlagen. Ja, und jetzt war natürlich der Ofen draußen und das Ofenrohr auch, aber gewohnt ist geblieben. Und ich denke, das kann uns auch passieren, dass wir unseren Gewohnheiten innen bleiben. Und dann leben wir nicht als Kind Gottes, sondern wir leben eigentlich immer noch als religiös geknechtete Menschen. Wenn du das mitnimmst für dich und das überlegst, dann denkst du, es ist einfach tragisch. Es ist so tragisch, weil der ältere Sohn hat es doch gut gemeint. Der hat es so gut gemeint. Der hat gekrampft. Der hat sich Mühe gegeben. Der hat sich angepasst. Und am Schluss muss er eigentlich sagen, das wäre alles gar nicht nötig gewesen. Der Vater hat es überhaupt nicht so gedacht und erwartet. Also wir sehen, dass so die blinden Flecken sind einfach etwas Gefährliches und sie sind darum so gefährlich, weil wir selber sie eben nicht sehen. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie werden denn die blinden Flecken sichtbar? Wie werden sie denn sichtbar? Natürlich kann man sagen, durch den Heiligen Geist, der kann das uns offenbaren. Es kann auch das Lesen von der Bibel sein oder eine Predigt. Das ist auch möglich. Aber wir sehen immer wieder, dass es Gott einfach gefällt, Menschen zu brauchen, um sich gegenseitig auf die blinden Flecken aufmerksam zu machen. Und jetzt merken wir, wie das eine riesige Herausforderung ist für uns.
blinde Flecken bei unseren Nächsten anzusprechen. Und dann haben wir vielleicht den Mut nicht dazu und dann lassen wir sie. Und dann reden wir halt dann gleich mit irgendjemandem darüber, aber eben nicht mit der Person, die blinde Flecken hat, sondern eine andere Person, die auch denkt, ja genau, den blinde Flecken, den habe ich auch gesehen. Und dann gibt es ein Gerät und ein Geschnurr. Ja, blinde Flecken können auch offenbar werden durch Leiden. Und dann sind wir wieder bei dieser ganz emotionalen Geschichte, oder, dass man merkt, es ist hilfreich, hinzuschauen und zu sagen, was habe ich denn für Gefühle? Was habe ich denn eigentlich für Gefühle im Blick auf einen Menschen, eine Beziehung oder eine Situation? Schauen wir das an miteinander, wieder beim jüngeren Sohn. Jetzt kam er zur Besinnung. So ein gewaltiger Satz. Jetzt kam er zur Besinnung. Und man denkt, was hat es gebraucht, dass das passiert? Er sagte sich, wie viele Taglöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also man merkt, da ist etwas Gewaltiges passiert. Ein unglaublicher Schmerz ist da passiert, in dem, da ist eine Welt zusammengefallen. Und da kann man sagen, Gott sei Dank ist die Welt zusammengefallen. Auch wenn das halbe Vermögen weg ist, auch wenn so viel Frust und Enttäuschung ist, Gott sei Dank ist das passiert, sonst wäre er nicht zur Besinnung gekommen. Und dann sehen wir die andere Geschichte vom älteren Sohn. Da lesen wir, dass er zum Vater gesagt hat, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Und dann merkst du, das bringt er jetzt nicht mehr zusammen. Aber die Schwierigkeit da, die Konfrontation, die macht jetzt auch den blinden Fleck offenbar bei dem älteren Sohn. Er merkt plötzlich, hoppla, eigentlich habe ich den Vater noch gar nie so angeschaut. Ja genau, und jetzt kommt er ein Problem über. Wir merken das auch bei beiden. Beide sind in einer Krise drin, Krise offenbar das Herz. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder Buße zu tun, sich zu verändern, oder dann gibt es eine Verhärtung. Wir haben gesehen, gerade beim jüngeren Sohn, er hat ursprünglich so die Gedanken gehabt, also ich kann mir alles erlauben. Dann merkt er, ja, das ist Vergangenheit. Beim älteren Sohn, er hatte so die Art von, ja, im Frieden zu leben, passt die am besten an, schaue einfach, ja, nicht Ärger zu machen, nicht Anstoß zu geben, dann kommt das schon gut. Und auch er merkt jetzt in dieser Krise, dass das Muster oder die Glaubensüberzeugung nicht wirklich tragfähig ist. Und mit dem bin ich beim dritten Punkt. Das Unbekannte in der Beziehung. Ja, was wäre, wenn Beziehungen immer tiefer und transparenter würden? Das kann man jetzt gut übernehmen, auch für uns. Was wäre, wenn der öffentliche Bereich grösser würde, wenn Selbstoffenbarungen da wären, die Nähe geben, und wenn Rückmeldungen da wären, Feedback, Ermutigung, Trost, wo blinde Flecken aufgezeigt würden und die dann angenommen werden könnten, dann merkst du, dann bist du einfach komplett in einer anderen Geschichte. Dein Leben sieht dann wirklich ganz anders aus und Beziehungen natürlich dementsprechend auch. Es wäre super. Und ich glaube, dass wir alle uns das eigentlich würden wünschen. Gut, jetzt haben wir also die Erfahrung beim jüngeren Mann gesehen. Er war ja erstaunt, dass der Vater so ganz anders ist. Er hatte ja immer noch das alte Bild, wo er auch noch bei den Söhnen war, von dem Vater. Und erst jetzt durch die Begegnung ist es einfach komplett erneuert worden.
Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das ist für ihn klar. Und jetzt kommt der Vater. Und das, glaube ich, hat er nicht erwartet. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Ist das nicht cool? Das ist doch etwas, das ist einfach etwas Gewaltiges. Etwas Wunderschönes ist das, wenn so dort die blöden Glaubenssätze einfach gekippt werden und man ganz andere Erfahrungen macht. Ja, da merkt man wirklich, wie schön das es ist, wenn plötzlich Heilung da ist in der Beziehung. Ja, und das war Not, die es gebraucht hat, dass die Tiefe und die Reife in der Beziehung können werden. Und das ist wieder sehr ermutigend für uns, weil es einfach bewusst macht, in der Not innen können neue Türen aufgehen. In der Not können Türen aufgehen, die sonst nie aufgehen würden. Aber das muss ich sehen. Und jetzt sehen wir noch einmal die andere Geschichte vom älteren Sohn. Er ist auch überrascht, aber 180 Grad anders. Und irgendwie ist es verständlich, weil es ist einfach so menschlich. Er sagt zu ihm, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Musst du dir das mal vorstellen, was das heisst? Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und da lässt du das Mastkalb für ihn schlachten. Wir merken einfach, ob wir das wollen oder nicht, aber das Herz wird in dieser Situation offenbar. Aber schön ist auch da, man kann da stehen bleiben, man kann bei Problemen stehen bleiben, man kann bei der Schwierigkeit stehen bleiben. Und dann merkt man, das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht besser werden. Aber man muss nicht bei Problemen stehen bleiben. Und das ist das Schöne und das Ermutigende auch da. Der Vater kommt und sagt, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und jetzt merkst du, jetzt hat der ältere Sohn ein Problem. Und er muss sich entscheiden, ob er sich mitfreuen will oder ob er sich ärgern will. Und du merkst, dass die Entscheidung, die er jetzt trifft, eine unglaubliche Tragweite hat. Gut, in der Krise wird offenbar, was uns wichtig ist, um was uns wirklich geht. Vielleicht noch ein Nebengedanke. Es ist ja interessant in dieser Geschichte, der jüngere Sohn, der war bei den Söhnen, hat die gehütet. Ich glaube, dass er einfach Zeit hatte, um nachzudenken. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist in unserem Leben, das Stillwerden, zur Ruhe kommen, beten und nachdenken. Und wenn man den älteren Sohn anschaut, hat man den Eindruck, der war so voller Programm gewesen. Der war so im Arbeiten drin gewesen. Der war so dran gewesen, alles zu erledigen, wo er denkt, das Wettervater von ihm, dass er gar nicht danach gedacht hat, irgendwie, wie verläuft eigentlich sein Leben und was macht er mit dem Leben. Mir geht der Satz noch von Robert Keegan, der sagt, ohne Reflexion keine Reife. Ja, und ich glaube, das ist so, gerade auch in unserer Zeit, dass die Gefahr gross ist, dass wir nicht reflektieren, dass wir nicht nachdenken, dass wir nicht hinschauen, was läuft da eigentlich ab oder was ist passiert. Und wenn wir nichts lernen aus unseren Erfahrungen, dann werden diese Erfahrungen sich einfach in unserem Leben irgendeinmal wieder wiederholen. Kommen wir zum Letzten. Was könnten wir daraus lernen? Ja, das Thema heisst ja, warum Krisen in Beziehungen nötig sind. Ja, warum sind sie nötig? Sie sind so provokativ.
Krisen provozieren uns, uns zu zeigen. Krisen provozieren Selbstoffenbarungen. Man sieht das schön beim jüngeren Sohn. Er ist unzufrieden daheim und die Krise, die kann er nicht verstecken. Und er sagt es und jetzt passiert etwas in der Beziehung. Da, er geht weg, ein absoluter Ego-Trip. Beim älteren Sohn auch. Es ist bei ihm alles okay, alles ist rund, bis der jüngere Sohn zurückkommt und er sieht, wie der Vater mit dem umgeht. Und das gibt für ihn eine riesige Krise. Das ist für ihn so viel Unrecht, dass es fast nicht auszuhalten ist. Ja, Krisen sind heisse Eisen. Und ich möchte dir einfach zum Abschluss von dieser Predigt ein Bild mitgeben. Krisen sind heisse Eisen. Und vielfach schauen wir Krisen nicht als etwas Positives an, sondern etwas Mühsames oder etwas Schwieriges. Und ich möchte dich mit dieser Predigt heute ermutigen, um das Denken zu ändern. Schau Krisen nicht als Problem an, sondern als eine gewaltige Möglichkeit. Es ist wirklich ein heisses Eisen. Aber wenn du etwas ändern willst, und Änderungen sind nötig in unserem Leben, wenn du etwas ändern willst, wenn du ein Eisen willst, anders schmieden willst, dann muss es heiss sein. Und wenn es kalt ist, kannst du nichts mehr daran machen. Und wenn du eine grosse Krise hast, dann ist es ein Zeichen, dass jetzt das Eisen heiss ist. Und jetzt ist deine Herausforderung, das heisse Eisen eben zu schmieden. Ich habe gesagt, Krisen provozieren uns. Wenn wir nachdenken, können wir überlegen, um was geht es denn eigentlich in dieser Krise? Ob wir das jetzt persönlich anschauen oder ob bei uns in der Regiekirche alle Themen, die wir uns nerven, die wir uns ärgern, die wir traurig sind, könnten wir hingehen und fragen, um was geht es denn eigentlich? Was möchte Gott in dieser Situation? Wie könnte ich die Situation so gestalten, dass es Gott ehrt und unseren Beziehungen dient? Das ist nicht einfach. Aber wir sehen in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass es dem Vater eigentlich nur um eins geht. Und das ist um die Beziehung zu seinen Söhnen. Aber gleichzeitig merkt der Vater in dieser Situation innen auch seine Begrenzung. Ja, er kann die Arme ausbreiten. Er kann den Sohn in die Arme schliessen, aber der Sohn muss auch bereit sein, sich auf den Weg zu machen und zu kommen. Aber das ist dann das Thema in zwei Wochen. Ich würde noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns gern hast. Und ich sage dir Danke auch, dass du uns heilen willst. Ich möchte dir Danke sagen, dass du ja, deine Hand auf uns legst und gerade Krisen brauchst, um an unsere Herzen hineinzukommen. Und ich bitte dich um die Offenheit für uns, dass das passieren darf, dass wir eine Beziehung haben miteinander, wo wir transparent sein können, wo wir offen sein können, wo wir nicht einschnappen, sondern wo wir dankbar sein können dafür, dass wir einander haben. Und danke, Vater, dass dir das gefällt, dich gerade in solchen Beziehungen auf eine besondere Weise zu verherrlichen. Danke dafür. Amen.